Glück auf, meine Kumpel Omalocha. In diesem Video geht es um Ibisevic und seinen Wechsel zu Schalke 04. Steht ja jetzt wohl kurz vor dem Abschluss, steht ja überall. Alle Fußballmedien berichten darüber, Facebook ist voll davon. Der Schalke hat auch ein Video gemacht. Franco, ich bin da anderer Meinung, weil ich finde, der Transfer ist echt super. Ich erkläre euch jetzt mal, warum ich das so sehe. Ibisevic ist zwar schon 36 Jahre alt, aber das ist immer noch ein Spieler, der nicht abgebaut hat von seiner Leistungsfähigkeit und von seiner Laufstärke und so weiter, von seiner Körperlichkeit. Ibisevic war noch nie so der schnellste Stürmer und das wird er auch nicht mehr sein. Aber er ist immer noch ein Spieler, der 34 Spiele in der Bundesliga machen kann, der auch die Gegner anlaufen kann, der ja Wege geht, der auch seinen Körper hinhalten kann, ist ein sehr körperlich starker Spieler, jetzt nicht übertrieben, aber bringt schon was mit. Und Ibisevic hat letzte Saison den Piatek auf die Bank vertrieben. Und der Piatek, der kam für wie viel Geld? Es waren auf jeden Fall 20 Millionen, 30 Millionen, 40 Millionen. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie viel der gekostet hat. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Aber wenn so jemand so einen Spieler verdrängt, dann heißt das schon was. Und Ibisevic ist auch Kapitän bei Hertha gewesen. Und wir brauchen auf jeden Fall Führungsspieler. Da haben wir viel zu wenige im Kader. Ibisevic ist definitiv so ein Führungsspieler, der ein Spieler ist, der einen kompletten Siegeswillen hat. Habe ich ja auch bei Sead Kolasinac so genannt. Wir brauchen im Moment solche Spieler. Spieler, die unbedingt gewinnen wollen, die da... Also als Ibisevic gegen uns gespielt hat, fand ich den immer scheiße, weil der ist immer dahin gegangen, wo es wehgetan hat. Der ist immer... Ja, der war ein sehr unfairer Spieler, aber genau so jemanden brauchen wir jetzt in unserer aktuellen Situation. Dass er das auch auf die Mitspieler überträgt und dann wird das, denke ich mal, ein sehr guter Transfer und ich bin überzeugt, dass er uns für ein Jahr weiterhelfen kann. Man darf auch nicht vergessen, wir haben jetzt nicht die großen Alternativen. Wir können uns jetzt keinen Ronaldo oder sowas kaufen. Deswegen, von den Spielern, die auf dem Markt sind, macht das für mich am meisten Sinn. Wird für mich auch mehr Sinn machen, als jetzt zum Beispiel einen Anderson für 6 Millionen oder so zu kaufen, plus 3 Jahre Vertrag. Da würde ich lieber eine Saison mal den Ibisevic testen und dann mal schauen, vielleicht nächste Saison noch ein Jahr draufsetzen. Aber dann hast du erstmal Ruhe und kannst da in Ruhe dich noch umgucken. Vielleicht findest du noch ein Talent, was du dazu holen kannst. Jedenfalls ist das ein Spieler, der sofort eine Lücke schließen kann. Und deswegen ist das für mich ein Transfer, der absolut Sinn macht. Und ich verstehe nicht, wieso man da ja den Transfer jetzt so schlecht redet. Also jetzt nicht Franco allgemein, aber ich habe das bei sehr vielen gelesen, dass die sehr enttäuscht sind von dem Transfer. Ich finde, der macht absolut Sinn. Tut mir leid. So, schreibt ihr mal eure Meinung in die Kommentare. Würde mich auch mal interessieren. Wenn ihr ihn nicht so gut findet, den Transfer, schreibt mal, warum ihr den nicht so gut findet. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video. Ciao.